Hallo Olaf, Heike, Jan, Sebastian, Uwe und so weiter. Schön, dass es euch gibt und ich befinde euch für wertvolle Menschen. Da ihr immer wieder so AfD-Schwurbelzeug sagt oder sogar bekennende AfD-Wähler seid, hier mal die zinkische Sichtweise. Die AfD ist vor allem aus neoliberalen Wurzeln entsprungen. Neoliberal meint der Glaube, dass Geld alles regelt und sonstige Regeln eigentlich gar nicht nötig oder nur störend sind. Der Markt regelt sich selbst. Ein Staat stört nur. Das bedeutet auch, Geld zeigt deinen Wert. Wenn du dir etwas nicht leisten kannst, hast du es dir nicht verdient. Lieber Olaf, dann gibt's nur nicht keine neue Hüfte, sondern keinerlei medizinische Leistung mehr für dich. Hör dir den Kram an, wie er für den Trump schwärmt. Sowieso, der Kra ist eine andere Liga, das ist Elite, das ist Bildung, das ist international. Ihr alle seid das nicht. Entschuldigung, wollte ich nur mal so sagen. Wer sich das Leben nicht leisten kann, ist es auch nicht wert. Somit überleben nur Stärkere. Der Starke. Das umschreibt in Kürze das AfDB-Programm. Ich bin ein Linker. Das meint, jedes Leben ist wertvoll oder gleich wertvoll. Ihr glaubt, es gibt wertvolleres Leben und ihr habt ein wertvolleres Leben, weil ihr Deutsche seid. Ich warne euch. Denn die AfD wird speziell euer Leben, darum habe ich mal euch extra ausgesucht, euer Leben als nicht so wertvoll ansehen, einfach aufgrund eures Kontostands. Und ihr seid nur so lang etwas wert, wie sie euch zum Wählen brauchen. Oder eure Arbeitskraft auf dem Markt zur Verfügung steht. Und da sieht es bei euch jetzt gerade, naja, ich meine dem reinen Markt, ne? Ohne Gewerkschaften und sonstigen Schnickschnack. Daher mein Ratschlag an euch. Erst Millionen erben, dann AfD wählen. Danke fürs Anhören. Echt danke. Und jetzt mal schön erben, weil die Starken haben geerbt.